Im 19. Jahrhundert grenzt die liberale Toskana unmittelbar an den Kirchenstaat. Der Vatikan besaß damals ein Territorium so groß wie die heutige Schweiz. Gewiefte toskanische Bauern haben ein lukratives Geschäft entdeckt. Sie schmuggeln Bücher über die Grenzen nach Rom. Vor allem neue Bücher, die in der freien Toskana und in der Welt gelesen werden. In Rom bezahlt man für die wenigen Bücher, die es über die Grenze schaffen, viel Geld. Unter Obst und Gemüse wird die heiße Ware versteckt. So auch das Buch Onkel Toms Hütte. Doch bevor sie die Schmuggelware unter der Hand in Rom verkaufen können, werden sie von den Sbirri aufgehalten, den Häschern des Vatikan. Was diese finden, ist das Buch einer Frau, einer Protestantin, einer Amerikanerin. Gleich drei Gründe für eine Anzeige im Vatikan. Der Roman von Harriet Beecher Stowe erzählt von dem unmenschlichen Leben schwarzer Sklaven in Amerika. Einer von ihnen ist Tom. Als junger Mann wird er gewaltsam von seiner Familie getrennt. Weit weg fristet er ein elendes Leben bei einem brutalen Plantagenbesitzer. Als er die täglichen Demütigungen und Prügel nicht mehr erträgt, flieht er. In einer selbstgebauten Hütte am Fluss lebt er von nun an in Freiheit. Ein Drittel der damaligen Bevölkerung Amerikas sind Sklaven. Das Buch wird ein Symbol des Kampfes gegen die Sklaverei. Ein Buch, das eine Anklage der Sklaverei ist. Wie könnte das eine Gefahr für die Kirche sein? Ist es nicht ihre Rolle, auf der Seite der Unterdrückten zu stehen? Wie also hat die Index-Kongregation entschieden? Sklaverei der Neger in Amerika. Wenn es nach dem ersten Gutachter gegangen wäre, hätte man das Buch in Bausch und Bogen verurteilt. Klar, eine protestantische Autorin, Frau und Protestantin, typisch protestantisches Gift verspritzend, wie er schreibt, das muss man ohnehin verbieten. Aber das Schlimmste ist, sie tarnt ihr eigentliches Anliegen. Sie will Freiheit und Umsturz. Und sie redet von der Befreiung der Sklaverei, meint das aber nicht. Deshalb verbieten. Aber es gibt eine Diskussion. Die Kardinäle sagen, halt. Dann gab es da also auch Fraktionen, nicht nur die ganz strengen, sondern auch, ich wage fast zu sagen, Liberale. Ja, da gibt's Tauben und Falken. Und in diesem Fall wird als zweiter Gutachter ein Liberaler beauftragt. Und der liest das Buch gründlich und sagt, es geht nicht um Umsturz, sondern es geht um das legitime Anliegen der Befreiung von Sklaven. Denn alle Menschen, egal ob sie schwarz oder weiß sind, sind geliebte Kinder Gottes und sie dürfen deshalb nicht als Sklaven gehalten werden. Der erste Gutachter, der sucht die giftige Schlange im Gras, die gar nicht da ist, und schreit dann, ich habe sie gefunden. So kann man mit einem solchen Buch nicht umgehen. Nein, man muss es freisprechen. Also die Amerikaner sollen sich was schämen und dieses Buch klärt auf. Richtig. Freispruch für Onkel Toms Hütte. Denn alle Menschen, auch die geschundenen Opfer der Sklaverei, sind Geschöpfe Gottes. Alle stammen von Adam und Eva ab. Na Gott sei Dank. Die USA in so vielem, eine Hochentwicklung der Demokratie, könnte auch heute noch die eine oder andere Ermahnung brauchen. Folter in irakischen Gefängnis. Guantanamo, ein Gefängnis, in dem die Gefangenen keine Rechte haben. Und damit sind wir auch schon bei der Neuzeit. Und wieder steht am Anfang ein Buch. Karl Marx fordert die klassenlose Gesellschaft. Alle Menschen sollen Brüder werden. Aber was die Kirche provoziert, eine Gesellschaft ohne Gott. Karl Marx steht ein für eine Gesellschaft ohne die Fesseln der Religion. Die Religion, schreibt er, ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes. Die
Industrialisierung beschert wenigen Menschen Profit, dem Großteil der Bevölkerung aber Unterdrückung und Ausbeutung. Das prangert Marx an. Er zeichnet ein neues Bild des Menschen und ein neues Bild der Gesellschaft. 1848 fordert er in seinem Werk Das Kommunistische Manifest eine neue Ordnung auf Erden. Eine Ordnung ohne Klassen, ohne Religion. Religion, Opium für das Volk. Ich will dem Zensor ja keine Vorschriften machen, aber da müsste er wohl kräftig zuschlagen. Ja, dann schauen wir doch mal nach im Index der verbotenen Bücher. Der ist ja ganz geschickt, alphabetisch geordnet. Da müssten wir relativ schnell unter M wie Marx, J, K, L, M. Was haben wir? Matteo. Martin. Martinez. Nichts. Ha? Nichts. Marvel. Kein Marx? Kein Marx. Auch kein Manifest. Schlamperei. Ich kann es nicht ändern. Also, kein Schaden für das Seelenheil, Karl Marx zu lesen. Jedenfalls steht Karl Marx nicht auf dem Index. Aber die Kirche hat natürlich durch andere Möglichkeiten, zum Beispiel durch den berühmten Syllabus Errorum, den Kommunismus in Bausch und Bogen verurteilt. Aber das hat nichts mit einem Buchverbot im Einzelnen zu tun. Das ist eine generelle Abgrenzung gegenüber einer feindlichen Ideologie. Aber es gibt kein Buchverbot, Karl Marx. Aha. Es gibt auch keine Akte, Karl Marx. Und ehrlich gesagt, mich wundert, dass niemand jemals ein Werk von Karl Marx angezeigt hat. Aber ohne Anzeige keine Untersuchung, ohne Denunziant kein Urteil. Also kann man sagen, du darfst Karl Marx ruhig lesen, aber glauben dran darfst du nicht. Papst Pius IX. Antwortet auf die Moderne und die Theorien von Karl Marx mit dem Syllabus Errorum, der offenen Kampfansage an den Geist der Zeit. In 80 Thesen fasst er zusammen, was in den Augen des Vatikan falsch ist. Darunter in Paragraph 4 Sozialismus, Kommunismus und auch Liberalismus. Aber jeder Katholik darf Karl Marx